So, hallo Leute. Heute geht es weiter hier mit dem Golf 3 GTI Projekt V6 Turbo. Ach, sorry. Ich habe die Spritzwand oben schon, das Spritzblech schon komplett verkleidet, ne, mit Hitzeschutzfolie. Das wollte er gerne so, hat er extra noch bestellt gehabt. Habe ich jetzt gemacht. Das in der Mitte habe ich schön original gelassen, habe das noch ein bisschen besser befestigt. So, haben wir einen richtig geilen, schönen Schutz. Einmal schön umzu. Dann kann der Turbo da rein. Hier fängt es jetzt an zu regnen. Mein Kumpel kommt gleich, damit wir den V6 reinziehen können, damit er nicht im Regen stehen muss. Ja, und hier ist heute der Plan. Ich werde den ein wenig aufbocken jetzt gleich vorne, werde die Böcke ein bisschen tiefer setzen, weil die richtigen Motorlager sind heute Morgen gekommen. Ne? Hier ist das Motorlager, ist links für die Seite. Hier ist das rechts für den Getriebehalter. Hier ist das für vorne. Ne? Das ja, Drehmomentstütze, so in der Art ist das ja, sitzt ja vorne am Frontträger, beim Golf 4 sitzt es zum Beispiel hinten. Und da ist der Motorkipppunkt mit am meisten. Ne? Und hier ist unten eine Imbus drin und dann kommt da so ein Gummipuffer zwischen. Und das ändern wir hier ein bisschen um auf PU-Buchse, ne? Dass der Motor halt nicht so stark beim Beschleunigen und beim Entbeschleunigen kippen kann. Das rüste ich bei allem nach. Wie man sehen kann, hier liegen mehrere Pakete von den Dingern. Das rüste ich bei den anderen allen auch noch nach, weil ich habe das beim Gockel gesehen mit meinem. Habe ich ihm auch sofort empfohlen, rüste das nach. Ist eine coole Sache, kann ich nur empfehlen. Ja, aber wir wollen hier auch nicht lang schnacken. Ich muss das Getriebe noch überholen. Was heißt überholen? Überholen bedeutet für mich, da kommt das komplette Öl runter. Ne, das ist da hier mein Ölbehälter, wird dann nachher reingefüllt in den großen. Da kommt dann immer alles rein in den 10 Liter. Ja, und da drin ist so eine Gehülse, die wird auch noch getauscht mit so einem Simmerring. Und der schwarze Getriebedeckel kommt runter, wird hier neu abgedichtet. Ja, und dann hängen wir den ganzen Kram da ran, an dem Block hier. Dann muss die Downpipe ab. Dann kommen die Motorhalter alle ran. Ja, Jungs, und dann werden wir das Ding da reinhängen. Ne? Dann werden wir hier Hochzeit machen. So ist der Plan. Also bleibt dran, ne? Mal gucken, was der Regen heute hergibt und mal gucken, wie lange ich Bock habe. Also, Jungs, bis gleich. Ja, aufgehört zu regnen hat halt nicht wirklich. Das pisst die ganze Zeit durch hier. Das ist unnormal. Aber wir sind ja trotzdem zugange. Ich habe endlich den Motor drinne. Mit mühseliger Kraft habe ich den hier reingewuchtet. Jetzt steht er im Trockenen. Und dann können wir jetzt erstmal weiterarbeiten. Ja, mein Plan ist es jetzt, ich bock den jetzt mal ein bisschen an, dass wir den Bock mal eben hier ein bisschen tiefer kriegen. Damit wir da schön reinfahren könnten und ich nicht auf Zehenspitzen da rein muss. Und ja, ich habe das Getriebe schon fertig. Ich habe die ganzen Dichtungen da alles neu gemacht. Der Motor hängt schon, das Getriebe ist dran, mit der Kupplung ist alles fest. Die Getriebeschrauben sind alle drinne. Hoch, so. Ne? Das ist alles fertig. Auch mit dem Blech hier unten. Das ist auch alles wieder dranne. Ich habe Getriebe, seit ich den Halter schon montiert. Der ist hier schon dran. Der hier vorne ist schon dran. Der hier hinten kann ich noch nicht, weil der Motor, wie gesagt, da dran hängt an dem Kran. Das machen wir aber gleich. Kran steht, wie gesagt, auch schon bereit. Werde ich gleich ein Seil umzuschmeißen, werde den mal anpicken hier. Werden wir den da mal runterholen, den Halter noch ranschrauben und dann kann der theoretisch praktisch rein. Weil Motorlager sind jetzt auch endlich da, die richtigen. Da neu und hier auch neu. Ne? So wie das soll. Und vorne dann halt hier auf PU. PU liegt alles hier irgendwo in der Ecke da unten. Ja, das hier ist ein Wulzgerät, Jungs, das rote. Damit, ne, könnt ihr ja schon zum Beispiel sehen, da kann man eine Wulz mitmachen, damit kann man hier solche Sachen auf Ladeluftrohre drauf machen, ne? Eine Nut, damit der Schlauch nicht runterfliegt. Was ich noch beim anderen Golf machen muss, der draußen steht. Das werde ich jetzt machen, sobald hier der Motor drin hängt, die Antriebswellen wieder da dran sind, dass wir den hin und her schieben können. Kommt der andere eben rein, Schnute vorweg, da kommen drei, vier Kleinigkeiten, dann geht der weg. Ne? Ja,
was soll ich euch sonst noch groß erzählen? Ich würde sagen, wir schnacken hier gar nicht viel rum. Wir bocken die Scheiße an, holen den tiefer und dann hauen wir den Lukas da rein. Ne? Ganz einfache Kiste. So wie es sein muss. Und nicht anders. Ich freue mich schon richtig, weil das Projekt wird richtig geil. Ne? Auch wieder. Der Motor sieht auch richtig schick aus. Richtig sexy. Hundertprozentig. Naja, Jungs, ich hau mir noch mal eben schnell einen warmen Kaffee rein und dann hier Zigarette in die Runde und dann geht's gleich Feuer, Feuer, richtig Feuer. Dranne bleiben. So, könnt ihr sehen, wie ich mich hier schön beim Regen abquäle. Die Schichte hier vorne noch zu kriegen. Weil es ist 17 Uhr, Jungs. 17 Uhr, Stockbooster, nur noch meine Lampen hier vorne liegen. Aber ja, wird's nix. Dass ich da so mit dem Motor cool reinkomme. Alles so nass ist das nervt. Ne? Freue mich schon, wenn ich beim Turbobau bin. Dann habe ich das nämlich nicht mehr. Dann habe ich eine beheizte Halle. Ja, Jungs, ich werde mich jetzt hier bemühen, weil das ist echt anstrengend, das Ding hier rauszuruppen, den da reinzustellen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe den Motor so einigermaßen jetzt hier abgestützt, so gut wie es geht, halt mit zwei Händen und ein Typ. Und werde jetzt mal die Schrauben habe ich jetzt so vorgesteckt und gucken mal, ob ich die Motorhalter so ein bisschen anziehen kann. Und dann schauen wir mal, ob der hält. Wäre ja schon ganz geil. Für ein Gelenk, sonst sieht das nichts. Ich muss erstmal ein bisschen Zucht drauf kriegen. Vorne Vorderachstrinker habe ich auch schon vor. Dann schauen wir mal. Das ist schon besser. Drin ist.
Nase auch drin. Immer drauf achten, Jungs. Sauber, die sitzt 1A da drin. Dann haben wir das kann fest. Richtig fest, ballern, Jungs. Oh. So. Fast in die Hose gekackt, aber das ist fest. Das ist Nummer Uno. So, jetzt schauen wir hier mal hin. Ist hier überhaupt fest, der Bursche? Ja. Boah, richtig speziell. Mal ein bisschen Druck ablassen, damit er sich da hinten setzen kann. Also nicht zu viel. So machen. Kommt ja überhaupt nicht ran, ne? So. Mal gucken, wo macht das geil. Ja. War klar. Ach so. Kein Wunder, wenn die im falschen Fach ist, gell? Okay. Wieder fast Geld oder der? Mit einer von beiden auf jeden Fall. Ja, da ist der auch fest. Wie schaut es hier aus? So viel von fest. Also hat mein Finger eigentlich zu schwer. So. So ist das jetzt gewesen. Nein. So wird aus einem GTI ein V6 Turbo. Sehr schön. Doch, doch. Doktor, Doktor, was wird es? Ah, ein Turbo. Geile Scheiße. Hundertprozentig. Wir haben eine Turbo. Und wie sieht das aus? 1A. Jetzt hier gleich noch ein PU-Lager. Das machen wir jetzt mal zusammen noch hin. Weil er hat ja hier unten jetzt keine Lagerung drin.
Du kannst mich sehen, stürmen oder schreien. So. Und jetzt gibt es einmal hier richtig schön fett PU-Lager mit der Unterlegscheibe vorne fürs Kippmoment. So. Richtig schön anballern. Jetzt ist da aber locker drin, ne? Das ist doch so ein locker Willi. So, ich baller dann richtig an. Und jetzt. Das ist geil. Ja, Jungs, so schnell geht das, wenn man einsam und alleine ist. Ist da ratzifatzi Motor drin, ne? Guck mal, jetzt ist da so ein V6 Turbo drin. Mit schön alle Halter neu, alles schick gemacht. Zwar jetzt ein bisschen nass. Aber Jungs, wir nehmen mal die Latüchte und guck an. Guck an. Geil, ich freue mich da schon drauf, ne? Wie geil auch, dass da hinten verkleidet ist. Scheiße, voll in die Pfütze. Voll rein und voll nassen, ey. Scheiße. Guckt euch dieses Kackding an hier. Voll da rein. Ja, Jungs, aber es nützt ja nichts. Ihr wisst ja, ich muss auch beim Regen schaffen. Ne? Sonst wird man ja nicht fertig. Und jetzt ist wieder nur anstecken und schön weiterbauen. Habe ich richtig Bock drauf. Auf hydraulische Kupplung da umbauen, den ganzen Gedöns und Downpipe und was weiß ich nicht, weiß der Kuckuck, alles rein, Antriebswellen. Jetzt geht's richtig los. Seitdem die Motorlager da sind, geht das richtig ab jetzt. Also Jungs, ich würde sagen, das war erstmal das Video für heute. Für euch ist jetzt hier Feierabend mit zugucken, für mich noch nicht. Ich werde hier noch ein bisschen aufräumen und so weiter und so fort. Ja. Und ich werde noch eben eine Instagram-Story machen. Also Jungs, lasst einen Daumen nach oben da, ne? Haut ein Abo rein oder eine Glocke, das kostet nichts. Ein Däumchen nach oben. Siehst du, das Licht geht aus. Man wird uns loben. Haut rein. Ciao.